Wie jede andere Institution haben auch Kirchen Satzungen, die ihre Strukturen regeln. Diese Satzungen unterscheiden sich von Kirche zu Kirche, da sie auf die jeweilig spezielle Situation zugeschnitten werden, in denen sich eine Kirche befindet. Heute möchte ich über die Gemeindesatzung der russischen orthodoxen Kirche sprechen. Wie ist eine Gemeinde aufgebaut? Welche Rolle hat der Gemeinderat? Wie werden finanzielle Fragen geregelt? Leider kenne ich mich bei den Satzungen anderer orthodoxen Kirchen nicht aus. Daher lasse ich diese unkommentiert. Vielleicht finden sich ja entsprechende Spezialisten, die auch dazu eine Auskunft geben können. Den Aufbau der Gemeinde und die Struktur des Gemeindelebens finden wir in der aktuell gültigen Satzung der russisch-orthodoxen Kirche vom Jahr 2017 im 17. Kapitel. Demnach ist eine Gemeinde eine Vereinigung orthodoxer Christen, bestehend aus Klerus und Laien, die um eine Kirche versammelt sind. Die Gemeinde ist verpflichtet, in ihrer zivilrechtlichen Tätigkeit die kanonischen Normen, die internen Bestimmungen der russisch-orthodoxen Kirche sowie die Gesetzgebung des betroffenen Landes zu beachten. In unserem Fall also die Kanones der russisch-orthodoxen Kirche und die deutsche Gesetzgebung. Eine Gemeinde hat nicht nur eine kirchliche, sondern auch eine rechtliche Struktur. Gemäß der Satzung soll sie zur Erlangung des Status einer juristischen Person bei den staatlichen Stellen in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung des betroffenen Landes registriert werden. In Deutschland sind zwei rechtliche Formen für das Gemeindeleben verbreitet: als eingetragener Verein oder als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Im ersten Fall wird von den Gemeindemitgliedern ein Verein gegründet und eingetragen, der die juristische Grundlage für die Gemeinde bildet. Im zweiten Fall wird die Gemeinde als Teil der Körperschaft des öffentlichen Rechts registriert, wird also zu einer Abteilung der Diözese. Im ersten Fall regelt die Gemeinde ihre Angelegenheiten selbst. Zum Beispiel wird die Steuererklärung von der Gemeinde direkt beim Finanzamt eingereicht. Im zweiten Fall läuft alles über die Diözese. Die Gemeinde legt der Diözese ihre finanziellen Angelegenheiten dar und die Diözese reicht eine Steuererklärung für alle zu ihr gehörenden Gemeinden ein. Zu erwähnen wäre noch, dass es in Gemeinden Bruder- und Schwesternschaften geben kann, die sich vor Ort zu bestimmten Zwecken zusammenschließen können. Eine Gemeinde besteht aus einem Vorsteher, also einem Pfarrer, aus dem Klerus und den Gemeindemitgliedern. Der Pfarrer wird vom Diözesanbischof eingesetzt. Zu seinen Aufgaben zählt es, den Gottesdienst ordnungsgemäß durchzuführen, in der Kirche zu predigen, die Gemeindemitglieder religiös und sittlich zu erziehen, sich um den Erhalt des Kirchengebäudes zu sorgen, die katechetische, kreative, öffentlich-kirchliche, erzieherische und missionarische Tätigkeit der Gemeinde zu organisieren und den Klerus einzuweisen. Der Klerus der Gemeinde setzt sich aus einem Priester, einem Diakon und einem Psalmisten zusammen. In manchen Gemeinden fehlt ein Diakon, aber einen Priester und einen Psalmisten muss es geben. Entsprechend kann in größeren Gemeinden der Klerus aus mehreren Geistlichen bestehen. Der Klerus wird ebenfalls durch den Diözesanbischof ausgewählt. Der Klerus ist für den spirituellen und sittlichen Zustand der Gemeinde sowie für die Erfüllung der eigenen liturgischen und pastoralen Pflichten verantwortlich. Als Gemeindemitglieder gelten Personen orthodoxes Bekenntnisses, die eine lebendige Verbindung zu ihrer Gemeinde pflegen. Das bedeutet, zur Gemeinde können nur diejenigen gehören, die regelmäßig in der Gemeinde sind und an den Gottesdiensten teilnehmen. Gemeindemitglieder haben auch Verpflichtungen gegenüber sich selbst und auch der Gemeinde. Es heißt, jedes Gemeindemitglied ist verpflichtet, an den Gottesdiensten teilzunehmen, regelmäßig zu beichten und zu kommunizieren, die Kanones und kirchlichen Vorschriften zu wahren, den Glauben zu praktizieren, nach religiös-moralischer Vervollkommnung zu streben und dem Wohlergehen der Gemeinde dienlich zu sein. Und in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindemitglieder fällt die Sorge um den materiellen Unterhalt
des Klerus und der Kirche. Nun kommen wir zur administrativen Struktur einer Gemeinde. Diese ist dem in Deutschland üblichen Verein ähnlich und besteht aus der Gemeindeversammlung, dem Gemeinderat und einer Revisionskommission. Im Verein entspricht die Gemeindeversammlung der Vollversammlung der Mitglieder und der Gemeinderat dem Vereinsvorstand. Die Gemeindeversammlung ist das Leitungsgremium der Gemeinde. Das bedeutet, nicht der Priester entscheidet in der Gemeinde und hat das letzte Wort, sondern die gesamte Gemeinde trifft Entscheidungen auf demokratischen Weg. Der Gemeindeversammlung gehören an die Geistlichen der Gemeinde sowie Gemeindemitglieder, die regelmäßig am liturgischen Leben der Gemeinde teilnehmen, die ob ihrer Treue zur Orthodoxie, ihres moralischen Wandels und ihrer Lebenserfahrung würdig sind, am gemeinschaftlichen Entscheidungsprozess teilzunehmen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, nicht von der Kommunion ausgeschlossen sind und gegen die kein kirchliches oder weltliches Gerichtsverfahren anhängig ist. Die Aufnahme als Mitglied der Gemeindeversammlung sowie der Austritt aus derselben erfolgt nach Antragstellung mittels Entscheidung der Gemeindeversammlung. Eine Gemeindeversammlung muss nicht seltener als einmal pro Jahr einberufen werden. Zu den Pflichten der Versammlung gehört es, die innere Einheit der Gemeinde zu bewahren, das spirituelle und geistliche Wachstum der Gemeindemitglieder zu fördern, die finanzielle und wirtschaftliche Tätigkeit der Gemeinde zu planen, sich um das Vermögen der Gemeinde zu sorgen, einen Haushaltsplan zu erstellen, der auch Ausgaben für wohltätige und missionarische Zwecke enthält, eine Kirche zu bauen, diese zu renovieren, den Kassenbericht und die Tätigkeit des Gemeinderates zu überprüfen, für den Unterhalt des Klerus zu sorgen und alles Notwendige für die Durchführung des Gottesdienstes bereitzustellen. Wie wir also sehen, ist der Gemeinderat zwar das Entscheidungsgremium der Gemeinde, es ist aber auch für die Gemeinde verantwortlich und trägt die Sorge um das Gemeindeleben und ihre Finanzen. Liturgische und pastorale Fragen fallen allerdings nicht in den Kompetenzbereich der Gemeindeversammlung. Für den liturgischen Ablauf des Gottesdienstes, die Beichte und die Seelsorge ist der Priester verantwortlich. Die Gemeindeversammlung wählt einen Kirchenältesten und einen Kassenwart. Zusammen mit dem Pfarrer, der vom Bischof eingesetzt wird, bilden diese drei den Gemeinderat. Die Aufgabe des Gemeinderates ist es, die Beschlüsse der Gemeindeversammlung auszuführen. Er ist dieser rechenschaftspflichtig. Dem Gemeinderat obliegt, der Gemeindeversammlung Haushaltspläne, jährliche Ausgabepläne und finanzielle Rechenschaftsberichte zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen, das Kirchengebäude, die Bauten, die gemeindeeigene Grundstücke und das gesamte Vermögen, das sich im Eigentum der Gemeinde befindet oder von dieser genutzt wird, in angemessenem Zustand zu bewahren und zu unterhalten, für die Gemeinde geeignete Vermögenswerte zu erwerben und Inventarlisten zu führen, laufend Haushaltsfragen zu klären, die Gemeinde mit dem notwendigen Vermögen zu versorgen, den Mitgliedern des Klerus Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sofern für dieses Bedarf besteht, für die Bewachung und die Zierde der Kirche sowie für die Ruhe und Ordnung während der Gottesdienste Sorge zu tragen, die Kirche mit allen Notwendigen für den geziemenden Ablauf der Gottesdienste auszustatten. Zu den Pflichten des Kassenwarts gehören Buchführung und Verwaltung der Geldbeträge und anderer Spenden, Dokumentation von Einnahmen und Ausgaben, das Durchführen finanzieller Transaktionen im Rahmen des Budgets auf Anweisung des Gemeindevorsitzenden sowie das Aufstellen eines Jahresfinanzberichts. Ein weiteres Gremium der Gemeinde ist die Revisionskommission. Diese wird von der Gemeindeversammlung gewählt und überprüft die Tätigkeit des Kassenwarts. Ich persönlich halte die Einhaltung der Gemeindesatzung unserer Kirche für sehr wichtig und nützlich für die Gemeinde, denn diese ermöglicht es den Gemeindemitgliedern, sowohl das Gemeindeleben mitzugestalten, wie auch für die Existenz und das Wachstum der Gemeinde Sorge zu tragen. So ist es nicht der Priester alleine, der alles macht und für alles sorgt, sondern die gesamte Gemeinde. Die Einhaltung der Kirchensatzung ist auch keine Option, sondern für alle Gemeinden unserer Kirche obligatorisch. Leider wird diese dennoch nicht in allen Gemeinden angewendet. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Gemeinden in Deutschland als sehr kleine Gemeinden gegründet wurden.
Allerdings gibt es ein stetes Wachstum und jede Gemeinde sollte bestrebt sein, die Kirchensatzung so gut wie möglich umzusetzen, um ein aktives und lebendiges Gemeindeleben zu ermöglichen.